DAX, S&P und Gold auf Jahres- bzw. auf Allzeithochs. Geht diese Rallye weiter und was ist mit dem Nasdaq-Index? Das und noch viel mehr in meinem neuesten Wochenausblick. Ja, eine super spannende Phase haben wir jetzt nicht nur saisonal gesehen, auch wenn wir auf die Märkte direkt schauen. Wir haben neue Jahres-Allzeithochs, sowohl im deutschen Aktienindex als auch im S&P 500 und auch in Gold. Es macht richtig viel Spaß, gerade wenn man große Goldpositionen hat. Ich habe darüber die letzten Monate immer gesprochen, dass wir bei uns sowohl im Mentoring als auch ich privat sehr große Bestände hier habe, weil wir viel Unsicherheit in den letzten Monaten hatten. Besonders spannend ist natürlich, dass jetzt, wo die Aktienmärkte steigen, Gold trotzdem steigt. Wir werden heute dem Ganzen mal ein wenig auf den Grund gehen. Zunächst einmal starten wir wie üblich mit dem S&P 500 Index. Ich nehme euch einmal mit auf meinen Monitor. So, wir können es hier ganz gut sehen. Wir haben hier ein neues Hoch markiert. Ich gehe mal hier hin und mache mal hier eine kleine Horizontale, damit es für jeden sichtbar ist. Wir sehen also hier seit gut einer Woche mit neuen Hochs. Wenn wir uns den S&P 500 anschauen, sehen wir auch hier nach diesem starken Abverkauf. Ihr erinnert euch, das hier war Donnerstag, Freitag, Montag, als der Iran dem Israel gedroht hat. Da ging der Markt hier deutlich, deutlich in die Knie. Danach ging es hier richtig nach oben, also eine richtig schöne Bewegung haben wir hier. Also den großen Trend, der hier nach oben geht, aber auch der kleine Trend hier nochmal hier schön zu sehen, auch der sauber hier nach oben. Der spannende Punkt ist hier natürlich, wenn wir noch ein bisschen kleiner schauen, dafür nehme ich nochmal die Grafik auch raus, wir können sogar noch einen kleineren Trend hier auch sehen, den zeichne ich hier auch noch kurz ein von hier unten nach hier oben. Das heißt also, wir sehen auf allen Zeitebenen vom großen über den mittleren bis hin zum kleinen geht es hier nach oben. Das sehen wir auch in der Breite des Marktes im S&P 500 Index, dass das deutlich entspannter aussieht, als das im letzten Jahr war, wo wir hauptsächlich die Tech-Werte gesehen haben, vor allen Dingen die KI-Titel, die den Markt nach oben getrieben haben. Jetzt ist es der breite Markt, der hier nach oben geht, weil das Marktumfeld natürlich auch in einer sehr guten Phase ist. Ihr wisst es, historisch gesehen sind die letzten Monate des Jahres saisonal gesehen auch sehr, sehr stark. Und das spiegelt sich natürlich jetzt auch in den Kursen nieder. Und es ist einfach die Phase, wo die meisten jetzt auch im Markt sind, beziehungsweise auch sein sollten, weil wir einfach so viele gute Chancen haben. Das sehen wir gleich auch, wenn wir uns den DAX anschauen. Zunächst aber mal einen Blick auf den Nasdaq-Index. Und hier sieht das Bild komplett anders aus. Ihr seht hier, wir haben auch hier diesen Rücklauf gehabt an die 200-Tage-Linie. Die sind hier stark durchgeschossen nach unten, haben aber keine neuen Hochs entwickeln können. Das heißt, wir haben hier zwar einen Trend, der sich hier wieder entwickelt hat. Das heißt also, auch hier kommt langsam wieder Fahrt in den Markt hinein. Aber der große Trend, der ist doch immer noch nicht wirklich intakt. Also wenn wir uns das hier mal anschauen, hier diese Weg nach oben, den wir hier gesehen haben, da braucht es dann doch noch ein bisschen, bis wir an den Hochs sind. Das heißt grundsätzlich Nasdaq von der Seite, dass man wirklich sagen kann, okay, hier geht es wieder richtig zur Sache. Dafür müssten wir über die 21.100er Punkte-Marke gehen. Das sind jetzt noch rund 800-900 Punkte Entfernung oder anders gesagt 4 bis 4,5%. Da müssen wir also erstmal drüber. Nichtsdestotrotz, erste Position im Nasdaq kann man auf jeden Fall auch wieder aufnehmen, wenn man sich das anschaut. Sieht schon sehr, sehr gut aus. Der Markt hier, er kommt nach oben, aber eben nicht in dieser Dynamik, wie wir das im S&P 500 gesehen haben. Bleiben wir noch beim deutschen Markt und natürlich auch den Goldmarkt, weil es ein mega, mega spannender Markt ist, der hier wirklich die Märkte sehr stark nach oben getrieben hat. Auch hier kann man wirklich sehen, im deutschen Markt, hier ging es richtig schön nach oben. Wir haben hier eine Phase gehabt, die gar nicht so einfach war, wo der Markt erstmal hier über den oberen Bereich hinweg musste, nämlich hier den Bereich um die 19.000. Hier hat sich der Markt wirklich schwer getan und zwar seit Frühjahr des Jahres ging es hier. Der Markt hat es immer wieder probiert, von unten nach oben in diesen Bereich hineinzukommen. Dann hier vor gut einer Woche ging es dann nach oben,
Richtung 20.000. Ich denke, das wird jetzt auch die Marke sein, die der DAX auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch anlaufen möchte. Möglichkeit einer Korrektur hat er hier auch platzmäßig genügend, denn hier alles Richtung 19.100 wäre vollkommen normal, wenn der Markt hier auch nochmal in die Korrektur hineingeht. Ob es aber wirklich hier diese 2-3% runtergeht, bevor es an die 20.000 geht, ich bin sehr, sehr gespannt. Positionen sollten auf jeden Fall jetzt schon bei allen tatsächlich ja auch in den Portfolios sein. Bei uns im Mentoring über das 6-Phasen-Modell konnten wir sehr einfach und sehr frühzeitig hier eben auch entsprechend Positionen aufbauen in den entsprechend starken Titeln, vor allen Dingen im DAX und auch im S&P 500 Index. Kommen wir noch zu einem sehr spannenden Markt, wo wir auch sehen, dass hier Gold, wir gucken uns beide Märkte an, sowohl den amerikanischen ETF GLD als auch das Xetra Gold. Hier seht ihr schon, auch hier sind wir an den Hochs gewesen. Der Markt ist hier sauber nach oben gelaufen, und wenn wir ein bisschen uns auch das Ganze mal auf dem Wochenchart anschauen, dann sieht man nämlich mal wirklich, das kann man hier nicht so gut sehen, weil wir nicht so weit zurückkommen, aber doch im Tageschart rollen das Ganze hier mal so ein bisschen auf. Da sieht man also schon, dass es hier richtig nach oben gegangen ist von Anfang des Jahres zu jetzt. Warum? Das ist ja sehr ungewöhnlich eigentlich, dass wir hier eine Bewegung sehen von 20-25% in Gold, die wir auch zum Glück tatsächlich mitnehmen konnten, auch bei uns im Investmentbereich, weil wir sehr stark eben auf solche Dinge auch achten, auch in Basisstrategien auch investiert sind. Es gibt natürlich viele Gründe für Gold. Der erste und wahrscheinlich wichtigste Grund jetzt, warum wir von hoch zu hoch gehen, ist eigentlich immer derselbe. Kaufe teuer, verkaufe teurer. Das ist oft so, das sehen wir auch in Aktien, die neue Allzeithochs machen. Das ist etwas, was man sehr gut beobachten kann. Man braucht nur eine gute Strategie, um richtig einzusteigen. Der zweite Punkt ist natürlich saisonal gewesen, dass Rohstoffe natürlich auch dazu neigen, in den Sommermonaten eher stärker aufzubringen. Und dann kommt noch dazu diese Unsicherheiten, die wir gehabt haben in den letzten Monaten mit Israel. Und dazu kommt dann auch noch ein weiterer Punkt, und der ist schon auch ein ganzes Stück in der Zukunft. Das hat damit zu tun, digitaler Euro. Also wir werden ja die digitale Währung nicht nur hier in Europa bekommen, sondern in den USA, in China. Und da sind viele, viele Investoren jetzt dabei, tatsächlich in den sicheren Hafen zu gehen, um hier wirklich die Möglichkeiten zu nutzen in Gold, weil keiner genau weiß, wie sich das Ganze langfristig auswirken wird. Auch bei mir mit der Grund, hier so eine wirklich große Position auch aufzubauen hier in diesem Markt. Wir sprechen ja immer wieder auch in den Mentorings darüber, dass es ganz, ganz wichtig ist, hier, wenn man gerade größere Vermögen hat, hier auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite zu gehen. Wir wissen halt nicht genau, was wirklich passiert, wenn der digitale Euro dann kommt, und von daher glaube ich, ist es immer gut, gerade wenn das Portfolio etwas größer ist, hier auf jeden Fall einiges an Sicherheit zu haben. Ob man jetzt nachspringen muss, das wisst ihr, da bin ich kein großer Freund von. Ich würde immer eher Korrekturen nutzen, um dann in entsprechende Positionen hineinzukommen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da auch immer wirklich schaut, okay, wo sind wir denn jetzt eigentlich genau? Nutzt immer Schwächen, das macht beim Investieren auf jeden Fall Sinn. Als Trader ganz klar, Stärke erzeugt Stärke, und dann sollte man natürlich auch möglichst so lange dabei bleiben, bis tatsächlich das Ganze abreißt. Also kurz zusammengefasst, es ist spannend, weil wir eben so viele Märkte haben auf Jahreshoch, auf Allzeithoch, sowohl im amerikanischen Markt, im deutschen Markt als auch Gold. Nasdaq, wie gesagt, schwächelt. Wir werden uns das Ganze dann auch anschauen, und zwar in einer Woche beim Infowebinar Trading. Da werde ich auch dann nochmal drauf eingehen, wie gehe ich denn überhaupt dann in solche Positionen hinein, weil das ist ja auch ein ganz, ganz spannender Faktor. Also das eine ist ja zu wissen, okay, was sind denn jetzt die spannenden Indizes, aber wie finde ich jetzt überhaupt die richtigen Aktien und wie gehe ich denn damit um, mit welchem Handelssetup steigen wir ein. Nächste Woche Montag, Info-Webinar, am besten direkt auf meiner Seite den Anmelde-Link klicken jetzt, damit ihr live mit dabei sein könnt. Ja, das war's wieder von meiner Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like von euch natürlich sehr, sehr freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ihr kennt es schon, solltet ihr es auf jeden Fall auch noch nachholen. Und dann freue ich mich drauf, wenn wir uns dann nächste Woche beim Info-Webinar Trading sehen. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg an den Märkten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.